Ja, willkommen Bros zu Part Nummer 8. Ich hab mal was mit der Kabelei hier ein bisschen rumfummeln. Zu Part 8, und wir können uns erinnern, ich habe regelrecht vergeigt, verkackt, verhummelt, verschissen in den letzten Aufnahmen, und ich hoffe doch, dass ich jetzt dieses Mysterium, was hier uns um der Ecke hier erwartet, dass wir das lösen. Und das war da vielleicht. Guck mal, das ist ein Schuh. Hammer. Was da um der Ecke? Was die Granaten kacke sind, ganz im Ernst. Ja, die fliegt aber. Hammerart. Okay. Hammer. Okay. Einen haben wir schon mal. Jetzt ist die Frage, da war ja noch einer. Von wo kamen jetzt die Einschusslöcher? Von unten, ne? Ah, schöner Bug, ne? Ha, ha, hi. Der ist von unten, ey. Wo ist die Ratte? Ja. 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 Und schon wieder sind wir gestorben. Ich stelle mich so dämlich an. Ich komm. Vor allem, ich sehe da nichts, Bros. Mal jetzt ohne Spaß und so. Vor allem, weil die viel schneller nachladen können als ich. Voll. Voll unfair. Davon mal abgesehen, ja. Hammerhart, ey. Leck. Was? Warum? Wo? Wieso? Ja, fuck. So viel zum Fuck, aber ich muss dich töten, Digga, und. No. Ja, du kannst mich treffen, aber ich dich nicht, oder was? Ist doch übelst buggy, ey. Ja, ja, ja. Hammerhart, was ich mit 6 HP hier rumgucke, ne? Ganz im Ernst, das ist wieder so unnötig. Ich werde wahrscheinlich mit den 6 HP nicht wirklich weit kommen. Ey, krass, ey. 6 HP, das ist ein Schuss gegen die Augenwimper. Und ich bin down. Oh, schwieriger hätten sie es auch echt nicht machen können. Vor allem, die stehen da unten in ihren Feuer, ja? Und haben ihre Superfeuer-Anti-Risi. Hat die Feuer-Risi-Rüstung an, und ich hier mit meiner ID-Rüstung natürlich überhaupt nichts wert und so, und ist ja nur Gordons Rüstung. Wir haben ja so ein Strahlen-Dingens Katastrophen-Black-Kings überlebt, aber so ein simples Feuer, was da, das geht nicht. Also da ist die Wissenschaft doch noch zu schlecht für. Und deswegen, ne, kann ich nicht im Feuer stehen bleiben, aber die können's und die sterben nicht. Also muss ja auch Gleichberechtigung ist ja immer wieder ein ganz großes Thema in Deutschland, und hier erkennt man Gleichberechtigung. Und ich höre schon wieder etwas, was mir gar nicht gefällt. Whee! Gut, Fahrstuhl funktioniert schon mal gar nicht. Oh, die geben uns einen Warner, Alter, wenn die uns treffen.
Könnt ihr vergessen. Ich habe nur noch 8 Schuss vor allem. Schock, mein Herz. Mein armes Herz. Was haben wir denn da jetzt eingesammelt? Mhm. Ja. Gut. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig. Ist ja auch nicht verwunderlich. Ist ja auch, glaube ich, mal gerechtfertigt. Die Monster stellen jetzt noch nicht unbedingt die größte Gefahr dar. Aber wenn die hier so weiter rumkraxeln, könnte es doch noch eine Gefahr für uns werden. Okay, da können wir nichts mit anfangen. Hinter den Türen. Manchmal sind die da auch ganz nett versteckt. Oder da oben drauf. Lag! Hallo? Hallo? Hammer, wie ich Panik habe. Ganz im Ernst. Wenn hier noch so ein Vieh mir vor die Linse springt, bin ich ein... Ja. Wurde ich gepaart. Verkuppelt. Meine Fresse. Ja. Ja, nee, ist klar. Ich meine, warum auch nicht? Ich höre schon wieder Schüsse. Ey, Leute. Ja, genau. Der ist doch tot jetzt, oder? Bros, wir haben jetzt echt ein ganz krasses Problem vor uns, denn mit 6 HP könnte es jetzt zu diesem Zwischenfall öfters kommen, wenn ich denn nicht so langsam mal ein bisschen Lebenspunkte in die Rippen kriege. Und es sieht nicht so aus. Bla 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 bla. Fick dich doch einfach mal. Wir brauchen Leben, das ist viel wichtiger. Ja, ja, bla bla. Ich versuche erstmal Leben zu kommen und mal gucken, ob wir hier rankommen. Hier ist eine Security-Tür. Ja, verstehe. Ja, macht die Tür wieder zu. Well, so much for the government. Yes, sure, yeah. Containment is to kill everyone associated with the project. Ach so. Ja, das ist, das macht Sinn. I'd say you were part of what's wrong. That right? Yes, yes. Ich brauch meinen Schuss. It's the science team in the Lambda complex at the operating base. Schrotflinte, Leute, ihr wisst, was das heißt. Oh. But there's an old decommissioned rail system somewhere through here beyond the silo complex. If you can make it through the rocket test labs, you might be able to worm your way through the tunnels to track down whatever is left of the Lambda team. Bla 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 bla, ich verstehe dich. Ja, ich probier's, ich truste und ach, natürlich ist es alle. HIV. Frisch. So. Okay, das war schlechter Witz, darüber macht man keine Witze. Sorry, Boss. war die gleiche. Hä, waren wir hier nicht schon mal? Hallo? Ja, leck. Lad erstmal wieder. Keine Monster. Okay. Ich traue dem ganzen Frieden ja nicht, was wir schon wieder 8 Minuten am Aufnehmen sind, ist der Hammer. Ah ja. Leck. Laden. Und der nächste Ladebalken götzt sich über unsere Augen. Vor allem über. Ja. Wir haben Glück gehabt, dass wir echt jetzt diese Medipacks oder diese Stationen da gefunden haben. Ich denke mal, der Kampf da vorne in dem Vorgebiet, wo ich eben draufgegangen bin, einmal, der wäre eh sinnlos gewesen, weil irgendwie mussten wir ja da eh nicht dran vorbei. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass ich echt wieder von der Blabla laden musste. Ihr wisst, was ich meine, da wo ich 3-mal, 5-mal, 7-mal gestorben bin, unnötig. Weil ich ja auch einen Skill habe, mit Granaten zu werfen, wie alles andere. Explosionskrater ist diese Map hier. Und wir müssen uns erstmal hier durchhacken. Pam,
Okay, Bros. Dann wollen wir mal ans Abgemachte. Gut. Okay, da oben ist Medi. Ja, wir kriegen. Ja, ist ja gut. Okay. Ja, leck. Hallo. So, wir sind angespritzt. Egal, wie ich es erzähle, das klingt falsch. Wir wurden auf jeden Fall markiert. Um das mal höflich auszudrücken. Hi! What? Ey, das war Explosion. Explosion vor allem. Ja. Ich liebe die Lex, ne? Wisst ihr ja. Was hab ich denn jetzt gemacht? Hallo? Ja, ist immer gut, wenn man einfach auf den Knopf drückt. Es ist wie, mit Windows halt. Sind Sie sicher, dass Sie Windows einfach deinstallieren möchten? Ja. Ganz einfach. Hier ist nichts drin, Bros. Na gut. Was ist hier oben? Ah, da ist noch irgendwas. Ein geheimer Weg oder sowas. Ich weiß es nicht. Wir lassen uns ja immer sehr gerne überraschen. Und wir wissen ja auch nicht... Ach, guck mal einer an. Granädele. Fick dich, ich wusste es. Hat doch einen Haken, die Nummer, ihr habt. Ah, jetzt sind wir neben dem Fahrstuhl angekommen. Ja, sag mir bloß jetzt der nächste Ladebalken, dann sag ich ja gar nichts mehr. Was wir den Fahrstuhl anscheinend nicht nutzen können. Naja gut, wir nehmen den externen Weg, auch eine Möglichkeit. Das nehmen wir natürlich mit, ist ganz klar. Lassen wir uns nicht entgehen. Das gefällt mir hier nicht, Bros. Das gefällt mir hier nicht. Hier ist Leben. Können wir alles nicht gebrauchen. Ja, die Atmosphäre, Bros, wird doch jetzt wieder etwas spannender. Nein, mach es nicht. Oh, hier ist Strom. Was heißt Strom? Hier ist ein Zug. Das ist schon viel, viel geiler. Ich frage mich gerade nur, was hier die Straßen sein oder was die beinhalten. Ja. Sollen wir gleich mit dem Zug fahren? EW Geschwindigkeit S verringern. Nee, Gegner, die uns vor uns erstellen. Pam. Eigentlich muss ich die gar nicht anschießen, weil... Bringt eh nix. Tja. Okay. Und es wird grisselig. Was so viel heißt wie radioaktive Substanz. War ein Stromkabel, was ich mir fast die Birne wegge... Scheiße. Warte mal. Wir kommen doch dann nochmal rauf, oder? Leck! Misch doch am Popo. Komm, wir kommen da rauf. Wir kommen da rauf, Bros. Wir kommen da drauf. Wir sind ja nicht dumm. Ahaha, guckt euch die Scheiße an, ey, hammerhart. Oh, leck, das heißt nichts Gutes. Ich denke mal, rüberschwimmen können wir da nicht.
Boah, was das gleich grisselig wird, ey. Was man echt meint. Ist ein Witz, oder? Soll ich jetzt darüber springen? Ihr kennt mein Glück, Bros. Ja, genau das Glück, mein. Ja, bricht dir doch erstmal. Ich sehe das doch richtig, dass ich da oben rauf muss, oder? Darauf, Bros. Ah! Gut. Ich denke, es hat sich. Oder? Darin? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass wir stupide. Wow, gut, dass ich da nicht reingesprungen bin, einfach so planlos, weil das wäre jetzt echt ein scheiß Kampf geworden. Denn die Dinger sind doch etwas sehr ungemütlich. Wie wir doch gesehen haben, wenn die einmal richtig rotzen, dann rotzen sie richtig. Aber nun gut, das haben wir ja gut hinbekommen soweit. Hallo. Ah, Muni. Ich sag ja, manchmal lohnt sich das echt danach zu gucken. Wow. Ist ja gut. Ich habe schon gelernt, Radioaktivität ist ja nicht wirklich der beste Freund eines jeden Menschen. Musste man ja mal leider so sagen. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt hier rauf. Springen hier rüber und sind. Boah, Alter. Wenn wir hier so bombardiert werden mit Leben, passiert hier gleich was. 30%. Oh ja, ich wusste es. Errungenschaft. Beschleunigt graue Substanz. 10 von 20. Diese Viecher sind echt nicht mehr feierlich. Da hinten war noch eins. Dass die Dinger da aber drin einfach so. Boah, Alter, was denn übelst grisselig ist. Ja, wir müssen da aber rein, Bros. Das tut mir ja so leid, aber es muss sein. Wir müssen into the Grizzle. Hat sie ausgeschossen, ausgewirbelt. Entweder wir müssen da drauf oder da hinten. Ich guck nochmal da hinten, weil da hinten ist irgendwas. Warum hüpfst du denn so behindert? Ach, ich weiß auch nicht, Leute. Ich will da hier rüber. Ja, ich sehe schon den Weg darüber. Lag. Remix wieder, Bros. Ihr wisst Bescheid. Ja, toll. Boah, Alter. Strahlung ist schon was Feines, ne? Bros? Sollte man zumindest ab jetzt. Sag mir, dass der Fahrstuhl funktioniert. Dankeschön. Ein wenig Hoffnung besteht ja denn doch noch. Ja, aber nicht zu weit hoch. Ich wollte, da unten ist doch. Gut, hat sich auch erledigt. Vielleicht komme ich ja nochmal hin, Bros. Ladebalken? Nein, das ist ein Leck. Und ein Ladebalken. Eine Best Combination, Bros. Gut, ich denke mal, dass wir für den Part, das nach dem Ladebalken werde ich auf jeden Fall einen Cut machen. Wir sind ja schon immerhin seit 19 Minuten jetzt direkt in der Aufnahme. Und wir sind weit gekommen. Gut, dass nicht mehr die Schießheinis da sind, weil die sind echt, wenn ich ehrlich bin, echt anstrengend und auch schwierig. Da sind mir die Monster doch viel, viel lieber. Die, da kann man noch wenigstens ein bisschen was reißen. Okay, wir haben aber die Schrotflinte jetzt gefunden. Eine neue Waffe im Arsenal, Bros. Von da aus würde ich sagen, haut der Rinsen mit dem Grinsen und bis zum nächsten Part. Du bist noch kein Abonnent, aber dir gefallen meine Videos? Was hält dich verdammt nochmal auf? Klick einfach hier oben auf Abonnieren. Dir hat das Video gefallen? Gib mir einfach einen Daumen hoch. Klick einfach auf Mag ich und schon sehe ich, was euch gefällt und was zum Beispiel nicht. Dir hat das Video gefallen und du musst unbedingt einen Kommentar loswerden? Dann schreib doch einfach einen, zum Beispiel wie, du bist einfach nur geil.
Wenn du mich weiterhin unterstützen willst, kannst du auch das Video, was dir gefallen hat, einfach zu deinen Favoriten hinzufügen, damit deine Freunde wissen, das Video hat dir gefallen. Danke, Bro. Wenn du mir noch weiterhelfen willst, kannst du zudem auf Teilen klicken und auf das Facebook-Symbol klicken. Du solltest einen aktiven Facebook-Account haben und kannst dann zum Beispiel deinen Freunden mitteilen, einfach mal gucken. Danke, Bros.